SPD. Die reden nicht so schön, sie handeln auch und leisten etwas. Immer mehr sind für die SPD. Menschen, auf die es in unserem Land ankommt. Wissenschaftler und Erfinder, Soldaten und Pfarrer, Sportler und Industrielle, Fernsehstars. Für die vielen Zeichen der Sympathie, des Engagements und der Zivilcourage möchte ich mich schon jetzt bedanken. Wir haben viele Freunde. Diese Freunde hat sich Willy Brandt nicht durch schöne Reden erworben und nicht durch Effekthascherei. Der Dank, die Begeisterung und der Jubel, der Willy Brandt überall entgegenschlägt, gilt seiner Politik, seinem Handeln als Staatsmann. Doch wenn er der Kanzler der nächsten Bundesregierung sein wird, dann weiß er am besten, dass es eben nicht nur allein auf den Kanzler ankommt. Die zweitgrößte Handelsnation der Welt kann nicht von einem einzelnen Mann regiert werden. Hier braucht man Fachleute für jedes Ressort. Und hier braucht man staatsmännische Gelassenheit. Der Kanzler, dem das Schicksal von Millionen moderner Familien anvertraut wird, hat selbst eine moderne Familie. Er hat die Mitarbeiter, auf die er sich Tag und Nacht verlassen kann. Und er hat Freunde. Freunde in aller Welt. Sein Name hat überall einen guten Klang, in Ost und West. Seine Stimme hat Gewicht vor dem Forum der ganzen Welt, wie hier in Genf bei seiner großen Friedensrede. In knapp 3 Jahren gelang es Willy Brandt, bei allen führenden Staatsmännern der Welt Vertrauen für die deutsche Sache zu schaffen. Die Welt hat sich geändert und damit auch die Namen derer, die sie regieren. Willy Brandt ist der Gesprächspartner der Mächtigen von heute. Wie diese Staatsoberhäupter sucht auch er nach all den Jahren des Kalten Krieges den Frieden in der Welt, den Frieden in Europa zu sichern. Als der Wahlkampf in Deutschland auf seinem Höhepunkt war, als sich der CDU-Kanzler mehr um seine eigene Partei als um den Staat kümmerte, ließ Willy Brandt den Wahlkampf Wahlkampf sein. Er flog nach New York zur Vollversammlung der Vereinten Nationen. Nicht um die Interessen seiner Partei, sondern um die Interessen Deutschlands zu vertreten. Ein wahrer Staatsmann kann auch im Wahlkampf nicht anders handeln, als Willy Brandt gehandelt hat. Dieser Wahlkampf, der anders war als sonst, geht jetzt zu Ende. Sie werden nun entscheiden, wie es weitergehen soll. Ich bin sicherer denn je, dass eine Wachablösung sich für alle gut auswirken wird. Mit Schimpfereien war und ist es nicht getan. Meine Freunde und ich sind auch während des Wahlkampfes den Regierungspflichten nachgegangen und wir haben sachlich dargelegt, wie es in den nächsten Jahren weitergehen soll, was gut und nötig ist für unser Volk. Gestützt auf mehr Vertrauen kann man mehr leisten. Ich bitte um dieses Vertrauen, damit wir mit Professor Karl Schiller für sichere Arbeitsplätze und sichere Renten sorgen können, für stabile Preise, für eine stabile Wirtschaft und damit auch für den Frieden im Innern. Damit wir meine Politik der Sicherheit nach außen und der Aussöhnung mit allen unseren Nachbarn weiterführen können. Damit wir den Weg zum modernen Deutschland durch die notwendigen Reformen freimachen können. Und wenn ich Reformen sage, dann meine ich Bildung und Ausbildung für alle jungen Menschen in unserem Volk. Dann meine ich die Förderung der Wissenschaft und der Forschung, die wir brauchen, wenn wir eine moderne Industrienation bleiben wollen. Und dann meine ich die Volksgesundheit und die Verkehrsreform und die Erneuerung unserer Städte und Gemeinden. Die SPD hat die richtigen Frauen und Männer, die diese in die Hand nehmen können. Wir haben die Kraft und die Toleranz, die wir brauchen, um uns als ein Volk der guten Nachbarn bewähren zu können. Die Mitentscheidung liegt nun bei jeder Einzelnen, bei jedem Einzelnen von Ihnen. Ich bitte um Ihre Hilfe. Geben Sie Ihre Stimme der modernen SPD für das moderne Deutschland. Die SPD hat nicht nur den neuen Kanzler, sie hat auch die erprobte Mannschaft mit den richtigen Männern. Georg Leber. Herbert Wehner. Dr. Alex Möller. Helmut Schmidt. Professor Schiller. Und Willy Brandt. Thank you.
Eins ist klar. Ändern. Darum will ich Bundeskanzler werden. Weil in Deutschland etwas aus dem Lot geraten ist. Und es in unserem Land wieder gerechter zugehen muss. Deshalb bitte ich um Ihre Stimme.